Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video Übung 13 meine Lösung dazu anschauen. Und bei Übung 13 ging es ja darum, dass wir die Ergebnisse der objektorientierten Analyse aus Übung 12 jetzt mal nehmen sollen, um dazu die Kontaktverwaltung, die wir schon in C# geschrieben haben, in C++ umzusetzen. Und so weit wie möglich objektorientiert. Und hier stelle ich jetzt mal meine Lösung vor. Angefangen habe ich mit der Klasse Contact. Natürlich stellt diese Instanzen dieser Contact-Klasse natürlich einen Kontakt auch dar, den der User festhalten will. Und da gab es ja eben die Randbedingungen, dass der First Name auf jeden Fall gesetzt sein muss. Und deswegen habe ich hier im Konstruktor, den ich direkt ins Header-File reingebracht habe, hier direkt mal eben dieses entsprechende Feld gesetzt, was private ist. Und man kann eben dann über diesen Getter und diesen Setter dann First Name wiederum setzen. Aber hier wird eben sichergestellt, dass First Name auf keinen Fall empty ist. Das nächste, auf was ich eingehen will, ist, dass ich die Felder dieser Klasse nicht als Referenzen oder als Pointer gestaltet habe. Also hier wird sozusagen per callByValue dann jeweils der String kopiert, wenn die entsprechenden Felder gesetzt werden jeweils. Dazu habe ich mich eben entschieden, weil das etwas einfacher vom Speicher her zu handhaben ist. Und die String-Implementierung ist eben mit den Move-Semantics, die auch in dieser Klasse implementiert sind, eben eigentlich so gut, dass es kein großer Performance-Penalty ist, wenn wir hier sozusagen diese Strings direkt im Objekt anlegen, anstatt hier auf andere Strings, schon existierende Strings, an anderen Speicherstellen zu verweisen. Also Standard-String können Sie durchaus auch via callByValue machen, das ist kein Problem. Gut, dann schauen wir mal weiter. Was ist sonst noch hier besonders? Ich habe mich hier so ein bisschen gegen die Kapselung dieser Felder entschieden, weil man diese eben setzen kann, wie man möchte. Also Last Name, Phone und E-Mail sind jeweils Strings, die eben gesetzt werden können oder nicht. Und da wir hier eben keine Referenzen oder Pointer verwenden, können diese Dinger auch nicht null sein. Also da steht zumindest immer String.empty drin. Und mit genau diesem Punkt habe ich dann eben auch diese Felder public gemacht. Hier kann man einfach beliebige Werte reinsetzen, auch String.empty. Und das ist dann eben, das repräsentiert dann den Zustand, dass auf dem jeweiligen Feld eben kein Wert vorhanden ist. Aber es ist hier jetzt eben dadurch, dass ich das in C++ so strukturiert habe, nicht möglich, dass die Dinger null sind. Und deswegen habe ich dann auch gleich die entsprechenden Felder public gemacht, weil die Getter und Setter für diese Felder, sollte ich sie privat machen, die würden jeweils bloß den Wert zurückgeben oder den Wert setzen, ohne dass ich irgendwie eine große Überprüfung hätte. Und deswegen habe ich mich hier dann gleich gegen die entsprechende Kapselung entschieden. Beim Birthdate gibt es einen speziellen Punkt. Hier wird eben die Struktur TEM verwendet. Die können wir uns ja mal kurz hier in der entsprechenden Header-Datei, die mit Windows kommt, mal anschauen. Das ist eigentlich eine C-Struktur. Standardmäßig bis C++ 11 hat man einfach die C-Date-Time-API, sage ich jetzt mal, verwendet, wenn man in C++ gearbeitet hat, oder man hat eben von externen Libraries wie Boost oder dem Qt-Framework sich die entsprechenden Implementierungen für Date-Times geholt und Timespans, also alles, was mit Zeit zu tun hat. Da wir diese externen Libraries jetzt aber im Unterricht nicht angesprochen haben, möchte ich da jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber es gibt da bessere Implementierungen als dieses TM. C++ 11 bringt auch einen Header mit, der Chrono heißt. Und da gibt es auch neue Datenstrukturen,
die aber etwas komplizierter sind und deswegen habe ich mich jetzt auch aus Zwecken der Einfachheit dagegen entschieden. Diese Struct TM hat eben einfach Public Fields für Sekunden, Minuten, Stunden. Das ist der Month Day, also den üblichen Tag, wie wir ihn auch verwenden. Dann haben wir den Month, dann haben wir das Jahr und Vorsicht, das wird eben nicht als 1900 sonst was angegeben, sondern bloß die Jahre seit 1900. Also wenn ich 1987 geboren bin, dann muss ich hier korrekterweise 87 bloß reinschreiben. Dann haben wir hier den Wochentag, das kann eben zwischen 0 und 6 sein, den Day of Year, das ist irgendwas zwischen 0 und 365 und dann haben wir hier noch Is Daylight Saving Time, was wir eigentlich nicht verwenden. Für uns ist eigentlich bloß wichtig, dass wir hier Month Day haben, dass wir hier Year haben und dass wir Month haben. Diese drei Felder sind für uns von wichtig. So, und dann auch das Birth Date ist ja eine optionale Angabe bei einem Kontakt. Und man kann sich jetzt überlegen, gibt es irgendwie ein Datum, das, also gibt es eine Instanz von TM, die ein Nichtvorhandensein eines Datums eben darstellt? Und genau das gibt es eben nicht. Und deswegen habe ich einen sogenannten Maybe hier jetzt eingeführt. Ein Maybe ist ein Design Pattern, das im Prinzip aussagt, es gibt vielleicht einen Wert oder auch nicht. Und genau deswegen gibt es hier auch zwei Konstruktoren. Also maybe ist ein immutable object. Man kann die Werte, die es enthält, nur setzen, wenn der maybe initialisiert wird. Und ansonsten kann man nur die entsprechenden Werte auslesen. Okay, und das schauen wir uns mal an. Also ich kann eben sagen, dass ein maybe keinen Wert hat. Dann setze ich has value or false. Das kann man dann hier auslesen über diese get-Methode. Und in diesem Fall repräsentiert eben die maybe-Instanz, dass kein Wert vorhanden ist. Das kann ich aber natürlich auch anders machen, indem ich diesen Konstruktor hier aufrufe. Da übergebe ich dann tatsächlich einen Wert. Der wird hier festgehalten und has value wird auf true gesetzt. Und dieser maybe kapselt mir dann letztendlich eine TM-Struktur, also ein Time-Value, ein Time-Point. Und über diesen kann man dann eben abfragen, ist das Birthdate gesetzt oder nicht. Das ist ja eben, kurz zusammengefasst nochmal, deswegen gewählt, weil String hat eine Repräsentation eines nicht vorhandenen Strings, nämlich String.empty. Und TM hat es eben nicht. Deswegen habe ich hier ein Maybe drumherum gebaut. Das natürlich eine generische Klasse ist. Kann man ja auch oben auch nochmal sehen. Mit Class T. Gut. Ansonsten ist es hier eigentlich schon der wesentliche Punkt. Man kann eben diesen Maybe setzen oder nicht. Hier unten in der GetAge Methode habe ich auch gleich in den Header geschrieben, weil ich eigentlich bloß sonst wegen dieser Methode hier das Source-File angefassen hätte müssen. Kann man machen, muss man nicht. Ich habe mich jetzt hier dafür entschieden. Ist eigentlich der Faulheit geschuldet. Aber gucken wir mal, was ich hier mache. Ich überprüfe jetzt eben erstmal, ob das Geburtsdatum, ob von diesem der Wert vorhanden ist. Ich muss hier nicht auf Null überprüfen, weil der maybe eben als Call-by-Value eingerichtet ist. Also ich habe da keine Referenz und keinen Pointer verwendet, sondern direkt den Maybe selbst. So, und wenn der eben keinen Wert hat, dieses Birthdate, dann gebe ich einen leeren Maybe von int zurück, weil es eben dann, weil ich keinen Age berechnen kann. Das geht halt nicht. So, und dann muss man sich eben mal damit auseinandersetzen, wie man sich denn jetzt die Local Time in C++ holt. Dazu können Sie einfach die Suchmaschine Ihrer Wahl anschmeißen und dann mal C++ get now oder datetime now eingeben und schon werden Sie auf einige Artikel, wahrscheinlich auch bei Stack Overflow kommen, wo dann eben dieser Code hier unter anderem rausspringt. Es gibt eben eine Time-Funktion, die in der C-API noch enthalten ist und die, wenn man der 0 als Argument kriegt, kriegt man eine Now Time und das ist eben vom Typ
Time T, was letztendlich nichts anderes ist als ein Time Value mit 64 Bit. Und dann erstelle ich mir wieder eine TM-Struktur, was ja was anderes ist. Und dann gibt es eine Methode, die man in der Windows API benutzen muss, die heißt localTime_s. Und hier kann man eben diesen TimeT-Wert, was ein UTC-Wert ist, in die Lokalzeit umrechnen. Und das macht eben genau diese freie Methode, die ich hier aufrufe. Und damit habe ich eben in dieser TM-Struktur auf den Stack dann den aktuellen Zeitwert stehen. Ja, und dann diesen Algorithmus, den kennen wir eigentlich schon aus der C-Sharp-Implementierung. Das heißt, ich berechne mir hier erstmal die Anzahl von Jahren zwischen jetzt und dem Geburtsdatum des entsprechenden Kontakts. Und dann muss man natürlich noch überprüfen, hat der Mensch dieses Jahr schon Geburtstag gehabt? Falls nicht, muss ich ihm natürlich eins dieser Jahre wieder abziehen. Und genau das mache ich hier eben in dieser If-Überprüfung. Also wenn wir aktuell noch nicht in seinem Geburtstagsmonat sind, dann hat er auf jeden Fall noch nicht Geburtstag gehabt dieses Jahr. Ansonsten, falls wir im Geburtstagsmonat sind, aber den Tag noch nicht erreicht haben, dann müssen wir eben auch noch eins abziehen. Genau. Und so kriegt man eben hier Number of Years zurück. Das Einzige, was hier noch interessant ist, ist eigentlich, Number of Years ist ja eigentlich ein Integer. Und ich gebe hier eigentlich ein Maybe von Int zurück. Und was ich hier habe, ist eben, dass hier automatisch implizit dieser Konstruktor aufgerufen wird, weil das ein Implicit Constructor ist. Warum? Weil er einen Parameter hat und ein Maybe of Int, dadurch kann ich eben diesen Konstruktor auf dem Stack anstoßen, wenn ich hier einfach bloß einen Integerwert hinschreibe, wo eigentlich ein Maybe of Int erwartet wird. Also so haben wir es in der Vorlesung noch nicht gesehen, aber das ist eben auch eine Möglichkeit, um implizit den Konstruktor mit einem Parameter von Maybe aufzurufen. Gut. Dann habe ich bereits schon mal integriert in der Program CPP und habe hier mit dem Composition Root angefangen. Und zwar habe ich hier eben einen Vektor auf dem Stack erstellt, der Kontakte verwaltet, also eigentlich Kontaktzeiger verwaltet. Und also der Vektor selbst, die Collection selbst, lebt auf dem Stack. Aber die Kontaktobjekte, die sie verwaltet, die leben auf dem Heap. Das sind die einzigen Objekte, die auf dem Heap leben. Warum? Weil der Nutzer diese eben dynamisch ändern kann. Also er kann welche hinzufügen, er kann welche löschen. Und durch diese Dynamik kann ich natürlich nicht sagen, ich brauche jetzt so und so viele Objekte auf dem Stack. Also sobald sie irgendwie eine dynamische Anzahl an Objekten haben, müssen sie die auch in C++ auf dem Heap auslagern. Und gut, ich hätte jetzt sagen können, die drei Standardkontakte kommen auf den Stack, aber der Konsistenz halber habe ich dann gesagt, die sind einfach alle auf dem Heap. Und dazu habe ich Factory Methods erstellt, die hier eben jeweils einen Kontakt mit Telefonnummer oder einen Kontakt mit E-Mail erstellen. Und diese Factory Methods für den Composition Root, die habe ich einfach gleich hier oben hingeschrieben über die Definition der Main-Funktion und der Program-Klasse. Hier gibt es dann einfach diese Methoden, wo ich die Parameter reingebe und die erstellen mir dann ein passendes Kontaktobjekt auf dem Heap und geben das zurück. Und so habe ich dann eben hier diesen Collection Initializer Syntax, den es auch in C++ gibt, hier verwendet, um diesen Vektor auf dem Stack zu initialisieren und dann hier eben diese Pointer, die von Create Contact with Phone, die geben hier jeweils einen Contact Pointer zurück, um die da reinzuschieben. So, und das war eigentlich der erste Code, den ich erstellt habe, diesen Vektor hier und dann diesen Teardown. Ich muss natürlich in C++ mir selbst Gedanken machen, wie ich die Objekte, die auf dem Heap sind, wieder wegmache. Und dazu gehe ich dann einfach durch die Contacts Collection durch und lösche die entsprechenden
Pointer oder die Speicherstellen, auf die die entsprechenden Pointer in der Collection zeigen, und setze die dann auf Null Pointer ganz am Ende, bevor der dieses Ding fertig ist. Ich könnte hier natürlich auch Shared Pointer verwenden, und das würde ich Ihnen eigentlich auch raten, wenn Sie auf Applikationsebene programmieren, vielleicht nicht in dem Framework, aber auf Applikationsebene, dann können Sie hier eben durchaus einfach auch einen Vector of Shared Pointer of Contact machen, und dann brauchen Sie auch diese Teardown-Logik hier unten nicht, aber ich wollte es eben nur nochmal zeigen, in diesem Fall, dass wir in C++ für den unseren Heap selbst zuständig sind und es gibt keinen Garbage Collector, zumindest standardmäßig nicht. Okay, dann habe ich weitergemacht mit dem Show All Contacts Item. Das ist eben, wenn wir die Applikation starten, das können wir jetzt auch mal machen, indem ich hier bilde. Und ich denke mal, es wird Ihnen noch bekannt sein. Das Ganze sieht ja so aus, dass wir hier den Contact Manager haben und dann haben wir hier ein Menü, wo wir jetzt eben hier auswählen können, was hier denn angezeigt wird. Vielleicht mache ich es auch mal hier an die Seite ran, dass wir es etwas besser sehen. Und wenn ich jetzt eben Show All Contacts auswähle hier aus diesem Menü, dann wird, wenn dieses Kommando ausgeführt wird, eben hier Walter White, Jesse Pinkman, Hank Schrader, die drei Standardkontakte angezeigt und so weiter. Genau. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das Ganze aussieht. Ich habe natürlich vorher noch die Abstraktion iMenuItem gebildet. Das ist eben jetzt ein Eintrag in diesem Menü, das der Contact Manager anzeigt. Und wir haben hier eben den Menu-Text, das ist eben genau der Text, der nach dem Index des Menüs dargestellt wird. Also wenn, das ist genau dieser hier hinten. Und es gibt dann eben, das ist eben der Command-Pattern-Anteil von dieser Abstraktion, es gibt eine Methode, die abstrakt ist und execute heißt und keine Parameter entgegennimmt. Das heißt, das Menü selbst funktioniert dann eben so, ein Menü kapselt ja mehrere Menü-Items, sodass ich hier eben mir eine Referenz auf einen Vektor übergeben lasse, der Pointer auf ein Menü-Items verwaltet. Jetzt wird es dann ein bisschen um die Ecke, aber prinzipiell ist es eben so, dass ich hier diesen Vektor eben so bekomme. Und es gibt dann eine Methode auf Menu, die eben da heißt Display Menu Items and Let User Choose. Und genau die macht eben, dass sie dieses Hauptmenü hier anzeigt. Also hier ist die Überschrift mit Contact Manager, dann Your Options. Und dann wird hier in dieser Vorschleife einfach durch alle Menu Items, die das Menü kennt, durchgewandert. Und wir geben hier den Index aus. Und dann den Text, den ein Menu-Item hat. Und dann lese ich eben vom Nutzer ein, welchen Index er denn gerne haben möchte. Und in dieser Methode ist dann auch schon Fehlerbehandlung drin, falls er irgendwas Sinnloses eingibt. Oder auch nicht, merke ich gerade. Also ich habe hier noch gar nicht, das ist ein Fehler noch, ich habe hier noch gar nicht abgefangen, dass der Nutzer hier was Falsches eingeben könnte bei ReadIntegr, wenn ich mir das so anschaue. Genau, diese Methode. Na doch, er guckt zumindest, ob das eine Zahl ist oder nicht. Aber was ich hier tatsächlich noch machen muss, das könnte ich mal machen, dass ich hier eine while true Schleife drumherum mache. Und hier gucke ich eben, if selected index kleiner oder größer gleich 0 und selected index kleiner als menu items size, dann können wir das hier zurückgeben. Ansonsten gebe ich eben noch aus ihre oder you did not select a valid menu item, please try again. Und ein Enter noch hinterher. Genau. Okay.
so schaut das Ganze aus und also das Menü ist eigentlich auch nichts Besonderes. Es verwaltet eben mehrere Menu-Items und hat eben diese Methode, dass man das Menü darstellen kann. Ja, dann schauen wir nochmal zu den einzelnen Menu-Items zurück. Ich war hier beim Show All Contacts Item und die XMCube-Methode ist bei dem eben so überschrieben, dass man hier durch alle Kontakte durchgeht und dann gibt man hier eben den vollen Namen aus. Dann gucke ich mir, ob ein Birthdate vorhanden ist. Falls das der Fall ist, dann hole ich mir das und gebe das auf diese Art und Weise aus. Und Phone und E-Mail gebe ich eben einfach so aus. Und wenn hier dann ein Leerstring dahinter ist, dann juckt mich das nicht wirklich, weil dann wird hier einfach nichts weiter nach diesem Phone oder E-Mail geschrieben. Genau, und das passiert eben im Show All Contacts Item. Dann haben wir das Create New Contact Item. Schaut im Prinzip genauso aus, bloß dass eben diese Klasse hier jetzt noch ein Feld hat, das eine Referenz auf die Contacts, die existieren, darstellt. Und wenn wir hier unten reinschauen, dann sehen wir eben hier in der Execute-Methode, dass ich hier einen neuen Kontakt erstelle und im gleichen Zug lese ich eben von der Konsole einen String ein, der notwendig ist, das heißt, der darf nicht empty sein. Und dann lese ich einfach einen String ein und es ist mir egal, ob der leer ist oder nicht. Birthdate, da lese ich ein Datum ein und auch das kann leer sein. Das schauen wir uns dann später nochmal an, wie das implementiert ist. Und ansonsten wieder für Phone und E-Mail Strings. Und dann nutze ich die Pushback-Funktion, die auf Vector of T implementiert ist, um eben diesen Pointer auf einen neuen Kontakt in meine Collection reinzubringen, ganz hinten. Ja, eigentlich auch nichts Besonderes. Wir haben noch das Remove Contact Item. Im Prinzip genauso, kriegt den Menu-Text und leitet den an die Basisklasse weiter oder an die Abstraktion, ein Menu-Item. Und hier eben die Contacts, auf die das Ding operiert, also genauso wie beim anderen Konstruktor auch von, das war Create New Contact, genau. Und in der Execute-Methode, die ich jetzt hier unten implementiert habe, sieht das Ganze eben so aus, dass ich hier über cout nochmal ausgebe, choose the contact to be deleted und hier gebe ich dann eben Indexe mit aus und hier kann er dann eben wieder your choice angeben mit selected index und so weiter und genau, you did not enter a valid ID, please try again, falls es nicht hinhaut und das Wichtige ist eben, die Contacts sind auf dem Heap. Und wenn einer entfernt wird, dann muss ich eben mir merken, dass ich den dann auch tatsächlich aus dem Heap rauslösche. Deswegen hier dieses Delete. Und mit der Erase-Funktion, die auf Vector of T implementiert ist, nehme ich dann eben diesen Pointer als Teil der Collection raus. So, jetzt muss ich bloß nochmal gucken, dass ich hier nichts Falsches implementiert habe. Aber ich glaube nicht. Selected Index. Ne, Vorsicht, also einen Fehler habe ich noch. Ich muss ja auch nur das 1 machen, nicht bloß hier unten. Also ich lese quasi einen Integer ein und ziehe sofort 1 davon ab, weil ich ihm natürlich hier bei 1 beginnen lasse und nicht bei 0, weil der normale Mensch eben nicht von 0 an losdenkt, sondern von 1. Gut, aber Gott sei Dank noch aufgefallen, dass ich hier fast Mist gebaut hätte. Okay, ja, so viel zum Remove Contact Item. Das letzte, was noch drin ist, ist dieses Quit Application Item. Kriegt auch wieder den Menu-Text und leitet den an die Basis oder an den Konstruktor der Basisklasse weiter. Und dann kriegt das Ganze noch eine Referenz auf einen Boolean. Und wenn dieses Ding hier ausgeführt wird, dieses Command, dann wird einfach should quit auf true gesetzt. Mehr passiert da nicht. Okay, und wenn wir das haben, dann können wir dann nochmal in der Program CPP gucken, wie ich das Ganze hier im Composition Root untergebracht habe.
Das sind jetzt eben diese Items, die angezeigt werden, sind alles Objekte, die muss ich nicht dynamisch verwalten. Und in C++ habe ich jetzt eben die Möglichkeit, dass ich die einfach ganz sehr unseriös auf dem Stack hier erstelle. Das heißt unseriös. Macht natürlich sehr viel Sinn, die eigentlich auf dem Stack zu erstellen. Und das mache ich eben jetzt hier. Das ist dieser Boolean, der eben genutzt wird, um sozusagen anzuzeigen, ob das Programm abbrechen soll oder nicht. Der ist standardmäßig auf false. Dann habe ich hier das Show All Contacts Item, das Create New Contact Item, das Remove Contact Item und das Quit Application Item. Einfach alle diese Klassen wurden, oder eine Instanz jeder dieser Klassen wurden hier auf dem Stack erstellt. Und dann erstelle ich mir eine neue Collection, die eben die Menu Items repräsentiert und gebe jeweils die Adressen auf diese Objekte im Stack hier zurück mit dem Und-Operator. Genau. Also das können Sie sich auch nochmal merken, man kann keinen Vektor mit Referenzen machen, das geht nicht. Warum? Eine Referenz, wenn sie angelegt wird, muss sofort gesetzt werden und wenn der Vektor erzeugt wird, das wird ja mehr oder weniger dynamisch, wenn Sie sich an die List of T Implementierung in Übung 5 erinnern, wird das ja dynamisch von dieser Klasse verwaltet. Und genau deswegen kann man keine Referenzen mit generischen Collections verwenden. Das geht leider nicht. Deswegen muss man hier Pointer nutzen. Ja, und diese Menu-Items gebe ich dann eben dem Menu hier mit rüber. Und dann gibt es noch eine Klasse, die wir uns nicht angeschaut haben. Das ist die Program-Klasse. Die habe ich gleich hier oben definiert, weil das natürlich auch in der Program-CPP ist. Macht eigentlich auch nichts Besonderes. Wir haben hier eine Run-Methode, der einfach bloß abgeprüft wird, ist should quit gleich false und wir sehen, kriegen hier eben auch eine Referenz auf should quit, die ich hier einfach in diesem Feld festhalte und wenn, solange wir eben nicht abbrechen und, oder beenden unser Programm, rufe ich eben display menu items and let user choose auf dem Menu auf, das ich natürlich auch über eine Referenz mir hier geben lasse. Dadurch bekomme ich ein Item zurück, oder besser gesagt ein Pointer auf eben ein iMenu-Item und das rufe ich dann polymorph auf, dass es hier einfach ausgeführt werden soll. Also diese Program-Klasse interessiert sich überhaupt nicht für Kontext, das sorgt einfach bloß dafür, dass ständig in dieser Schleife hier eben das Programm am Leben gehalten wird und wenn das entsprechende Command dann eben should quit auf true setzt, dann wird dieser ganze Vorgang hier abgebrochen. Und wir kommen dann aus der Run-Methode hier wieder raus und der Teardown folgt und unser Programm ist am Ende. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, das habe ich, glaube ich, im Unterricht nicht so ganz erwähnt. Das ist dieser dieses Inline-Schlüsselwort. Inline heißt im Prinzip, dass der Compiler bitte mal gucken soll, dass hier kein Aufruf passiert wenn, zur Laufzeit, sondern dass überall, wo Run aufgerufen wird, soll bitte einfach bloß der Inhalt dieser Methode hinkopiert werden. Das heißt, sozusagen, wenn man diese Run-Methode mehrmals aufrufen würde, wird natürlich der entsprechende Maschinencode, der aus unserem C++-Programm rauskommt, immer größer, weil ja dieser Code immer dahin kopiert wird, wo die Run-Methode aufgerufen wird. Aber dadurch haben wir natürlich hier auch an der entsprechenden Stelle keinen Methodensprung oder keinen Methodenaufruf, weil einfach hier bloß die Statements, die hier drin stehen, die packt der Compiler dann hier unten hin. Und dadurch kann man es etwas schneller machen. Inline macht vor allen Dingen da Sinn, wo wie soll ich es denn am besten ausdrücken? Inline macht bei kurzen Methoden Sinn. Und diese Methoden dürfen aber nicht polymorph angesprochen werden, weil bei Polymorphie wird ja sowieso zur Laufzeit entschieden, welche Methode denn letztendlich aufgerufen wird. Also es würde keinen Sinn machen, dass ich beim Quit Application Item diese Execute-Methode inline mache, bloß weil die kurz ist. Warum? Weil das Ding polymorph ist. Sieht man hier unter anderem am Override, weil ich das ja aus der Basisklasse überschrieben habe. Und wenn Execute aufgerufen wird, wird sowieso zur Laufzeit geguckt. Welcher konkrete Typ steckt denn jetzt hinter diesem Selected Item eigentlich oder hinter diesem
Pointer zu iMenu-Item. Und deswegen kann man hier nicht einfach den entsprechenden Source-Code hinkopieren. Das geht natürlich nicht statisch. Genau, aber wenn man eben nicht polymorphe Funktionen hat, wie jetzt eben diese Run-Methode, ich habe hier keine Abstraktion implementiert, dann kann man durchaus mal da ein Inline hinschreiben. Der Compiler entscheidet dann sowieso selbst, was er macht. Also es ist nur ein Hinweis für den Compiler. Es heißt nicht, dass jetzt diese Methode überall, wo sie aufgerufen wird, tatsächlich inline gemacht wird. Und man kann sie ihm aber zumindest mal andeuten, dass er an dieser Stelle optimieren kann. Wo das Ganze auch Sinn macht, und hier sieht man das auch teilweise, ist eben bei Get-Methoden meines Erachtens. Also wenn sie keine, also überhaupt Getter haben, die nicht polymorph sind, dann kann man die durchaus inline machen, weil das Übliche, was man in einem Getter macht, ist einen Feldwert zurückgeben. Und das ist nun wirklich eine Option, da muss man nicht unbedingt eine Methode aufrufen. Und ich meine, wir schreiben ja C++ auch deswegen, weil wir auf Performance im Vergleich zu Java oder C-Sharp aus sind. Okay, das war's nochmal zu inline. Ansonsten diese Create Contact mit sonst irgendwas Methoden habe ich schon besprochen. Dann habe ich hier noch eine Create Date Methode. Also wie gesagt, wichtig ist, dass man hier nicht 1961 hinschreibt, sondern bloß diese Kurzform, wie vorhin schon bei TM erwähnt. Und ansonsten habe ich, glaube ich, meines Erachtens hier jetzt alles beschrieben, was wichtig ist. So ist eben meine Lösung für die Kontaktverwaltung. Okay, einen habe ich noch. Das ist diese Console-Header. C-In und C-Out sind ganz okay und Getline nicht vergessen. Aber es gibt eben noch so ein paar Sachen, die ich mir hier in freien Funktionen abgekapselt habe, damit man das leichter aufrufen kann. Also hier kann ich eben einen Integer von der Konsole einlesen. Hier einen String, hier einen String, der nicht null sein darf, und hier einen Maybe, der mir ein Date zurückgibt. Und dann habe ich in den Klassen, wo diese Funktionalität notwendig war, eben einfach diesen Header eingebunden. Das war zum Beispiel bei Create New Contact, aber in der Hier habe ich eben diese Methoden mitverwendet und vor allen Dingen auch bei RemoveItem. Hier habe ich diese ReadInteger-Funktion verwendet und auch, glaube ich, im Menu, wenn ich hier eben einen Index einlese und so weiter. Genau. Und das ist eben der Punkt. Man kann durchaus eben auch mal freie Funktionen machen in C++, das ist ja nicht verboten, wie in C-Sharp, wobei man da auch einfach eine statische Funktion macht in der Klasse und dann geht das auch. Das ist ja nichts anderes meines Erachtens. Genau, und hier haben wir jetzt eben ReadInteger mit diesen Sachen hier. Genau, hier wird dann, das kann man ja auch nochmal anschauen, ich benutze hier getLine, um von console.in etwas einzulesen und den Input zu speichern. Und dann versuche ich eben diesen String, den ich einlese, also auch wie in C-Sharp kommt standardmäßig eben ein String zurück von der Konsole, versuche ich den hier eben in einen Integer umzuwandeln, wenn das ist eben diese S2I-Funktion, String to Int, und die schmeißt eine Exception, eine Invalid Argument Exception, wenn hier eben diese Konvertierung nicht funktioniert. Und dann gebe ich das eben dem Nutzer aus und wir fangen wieder von vorne an, damit er nochmal eingeben kann, was er denn eigentlich wollte. Genau, read string ist langweilig. Dann haben wir hier read mandatory string. Passiert eigentlich auch nichts Besonderes. Ich guck bloß, ob string, dass der String, den ich zurückgebe, nicht leer ist. Und dann ansonsten wird das hier wieder in dieser While-Schleife wiederholt. Genau, und read date. Das ist noch ein bisschen interessanter. Hier hole ich mir eben wieder einen String und dann benutze ich einen sogenannten String Stream. Das kann man sich auch relativ leicht ergoogeln, wie man eben jetzt hier einen String zu einem TM parsed. Macht man einfach, indem man diesen String, den man hat, in einen String Stream packt.
und dann benutzt man den Rechts-Shift-Operator in Kombination mit getTime, um eben das, was der String-Stream anbietet, hier in diesem Format zu parsen. Also erst gibt man die Tage an, dann die Monate, dann das Jahr und dann steckt in dieser TM-Struktur eben das, die entsprechenden Informationen aus diesem Stream. Also auch gar nicht mal so schwer in C++. Und man kann natürlich dann noch das Fail-Bit des String-Streams hier überprüfen. Ist bei der Konvertierung was schiefgegangen? Falls ja, dann gebe ich ein leeres Maybe zurück. Ansonsten eben diesen Timepoint, der wiederum den impliziten Konstruktor von Maybe aufruft, wie vorher auch. Genau. Und jetzt bin ich wirklich am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte Ihnen nochmal einen guten Überblick geben, wie man eben seine Klassen in C++ entwickelt. Letztendlich, natürlich muss man die Gegebenheiten von C++ schon beachten. Die Standard Library bietet eben eine andere API als jetzt das .NET Framework und meines Erachtens ist die API auch nicht so gut lesbar, wie sich das jetzt hier in Java und C# rausgebildet hat. Aber es gibt mittlerweile auch viele Bibliotheken oder Frameworks, die eine deutlich bessere Lesbarkeit haben. Man muss einfach mit dazu bedenken, dass C++ so in den 80er Jahren groß geworden ist. Ich bin mir gar nicht sicher, wann die Standard Template Library, wie sie damals hieß, tatsächlich dann eingeführt wurde. Das weiß ich nicht auswendig. Ich denke mal, es wird so Anfang der 80er gewesen sein. Vielleicht war es auch schon früher. Und damals gab es eben noch andere Benamungen. Man muss sich vielleicht aber auch zurückdenken, dass Codeschreiben damals nicht so einfach war. Und ganz sicher hatten die damals keine Integrated Development Environments, die eine Codevervollständigung hatten. Und vielleicht ist deswegen eben der Drang zu kurzen Bezeichnern, die aber dafür nicht so gut lesbar sind, doch deutlich. Also Cout für Console Output, dann benutzt man hier diese Shift-Operatoren, um irgendetwas einzulesen oder Entschuldigung auszugeben, anstatt hier eben eine Funktion aufzurufen. Es ist halt schon schneller geschrieben als ein console.writeline, wenn man keine Code-Vervollständigung hat. Aber das ist ja jetzt schon seit einigen Jahren der Fall, dass wir beim Schreiben von Code unterstützt werden. Aber es ist trotzdem nochmal ganz gut zu sehen, was das für einen Unterschied macht, ob jetzt eine Funktion string to integer heißt oder s2i oder stoi in der Kurzform. Da kommt man, glaube ich, nicht umgehend drauf, was das Ding genau macht. So viel zur Lesbarkeit von Code. Jetzt aber endlich vielen Dank fürs Zuschauen und das wird jetzt vorerst erstmal mein letztes Video zu diesem Kurs sein, je nachdem, wie ich in den nächsten Semestern den Stoff umstrukturiere, kommen dann natürlich wieder neue Videos hinzu. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich wieder beim nächsten Video. Bis dann!